Yay, willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Letztes Mal haben wir mit Daniel... Wow. Daniels Sicht macht sich gerade ziemlich aus dem Staub. Ja, Daniel, wir wissen, dir geht's nicht besonders gut. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Wie dem auch sei, dass ich Daniel erstmal wieder beruhigen muss, mache ich hier einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn Daniel sich beruhigt hat. Und da sind wir auch schon wieder. Jetzt endlich mit hoffentlich Daniels geistigen Zustand. Oh, vielleicht die Kopfschmerzen reduziert. Ja. Oh, das Licht. Das ist schön. Von wo kamen wir eigentlich? Ich habe mal wieder totale Peilung. Hier, verloren. Egal. Wir gehen am besten... Das darf nicht wahr sein. Das ist hell. Das ist... Was haben wir denn hier, Feines? Hey, you! Stop! Don't come any closer! I just want to leave! You can't go outside! It's too dangerous! I'm telling Gabriel! I doubt that very much. Yeah? Where's Gabriel? Ja. Wunderbar. Ich habe das Monster wieder mal losgetreten. Ah! Fuck! 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 Wo ist es? Ich guck die Wand an. Ich guck die Wand an. Ein Daniel guckt die Wand an. Hä? Ich lach mich gleich tot, wenn er jetzt gleich hier hinter mir auftaucht. Ist es jetzt weg? Toll, ich kann nicht mal hochkommen. Ich sehe nicht mal was. Daniel, ganz ruhig. Es ist nur ein Monster. Oh. Wieso ist hier ein... Gibt es hier nicht irgendwo? Na toll, gibt es nicht. Gibt es hier? Es gibt keine Kerzen hier. Es gibt... Oh, dunkel. Lässt dich nicht bewegen. Lässt dich... Ach, da ist eine Zünderbox. Ja, genau. Renn dran vorbei. Das ist genauso intelligent, als wenn ich... Das Tor ist verschlossen. Das Schloss ist in ausgedehnten Zustand. Haha, sehr witzig. Ja, wie viel Öl habe ich denn noch? Ha! Sehr viel. Wunderbar. Wollen wir wieder zurücklaufen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht ohne Öl hier auskomme, weil... Wegen... Weiß ich nicht. Ich habe kein Öl mehr. Die Lampe ist jetzt... Och nee, was haben wir denn da? Zum Zisterneingang. Habe ich noch Meißel und Hammer? Nein, das wollte ich jetzt nicht, danke. Hammer und Meißel. Das Schloss lässt sich nicht aufbrechen. Es muss noch weiter beschädigt werden. Haben wir sonst noch was? Ich könnte die Lampe davor hauen, aber ich glaube, dann ist sie kaputt. Könntest du damit versuchen? Nein. Okay, damit hätten wir das Thema schon mal erledigt. Und ich weiß dank meiner intelligenten Laufweise immer mal wieder nicht, wo ich hingelaufen bin. Aha. Oh. Sicher ist sicher. Was haben wir hier? Zum Zitz. Hä? War das jetzt dich? Ich brauche ganz dringend eine Karte. Ich brauche ganz dringend eine. Ich wollte die Lampe gar nicht mehr benutzen. Verdammter Mist. Kam ich jetzt hierher? Oh, hier ist so ein Dings. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Mist. Ich habe... Nein! Ach, scheiße. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Nee! Ich brauche echt ein Navigationssystem. Langsam wird's peinlich. So. Außerdem sind hier sowieso zwei Kerzen an. Ich sollte mal, Daniel, wie geht's dir? Leichte Kopfschmerzen, wunderbar. Sehe ich wieder mal nicht, wenn ich jetzt... Ich, ja. Oh, oh. Daniel? Das sagt man nicht. Ja. Mach ich mal Licht an. Hoppala, was haben wir denn hier Feines?
Das ist gruselig. Was haben wir denn hier? Tür, öffne dich. Ja, danke. Hey, anybody, help! Christ, to believe this. What? I mean, why? What's going to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Okay. Aufgenommene Zünderbuchse. Bett. Hinstellen. Und draufspringen und hier ist nichts. Hat sich nicht gelohnt. Oh, wir sind ja im Gefängnis. Stimmt ja. Ich frag mich, wieso nach so vielen Jahren immer noch so viel Blut am Boden kleben kann. Hier wurde wohl noch nie wirklich sauber gemacht. Oh, die Türen gehen alle auf. Ja, wen haben wir denn hier? Na? Willst du uns ein bisschen Gesellschaft leisten? Ja. Also die Füße sind definitiv gebrochen. Und ja, mach's dir bequem. Ich klau mir das mal, ne? Brauchst du sicherlich nicht mehr. Hoffe ich. Oh, Öl, Öl, Öl. Ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig. Öl. So. Wo kam ich her? Da kam ich hier. Tür wieder zu. Gibt sowieso nicht viel, was ich hier irgendwie. Ach, denn. Oh, 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 ganz wichtig. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment, I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. And he answered that things can be done. But at a price. Ja, genau, Daniel. Du musst immer alles und jeden anfassen und mitnehmen. Ist ja so interessant. Oh, schimmeliges Brot. Hast du Hunger? Hier. Ja. Wow. Wie haben wir das gemacht? Ach, wir waren in der Hocke. Sag doch was, Daniel. Sag doch was. Nein, oh. Ich kann die Ketten anheben. Ich werde dich töten. Okay. Ja, ich glaube, ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt und werde dann darüber nachdenken, wie ich Daniel dazu bringen kann, die Kugel endgültig irgendwie liegen zu lassen. Aber das wird ja auch nichts bringen, wie wir gerade erfahren haben. Also habe ich absolut keine Ahnung, warum Daniel immer jeden Scheiß aufheben muss. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich freue mich dann, wenn wir hoffentlich nicht dem nächsten Monster begegnen. Tschüsseli!